Ja, bei Everton bekommt Haruna Kone, der ehemalige 96er, eine Chance für Barclay. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FC Liverpool Karrieremodus. Die fünfte Folge ist heute am Start und es geht im Merseyside Derby direkt gegen einen der größten Konkurrenten unserer Zeit. Aber warte mal, apropos Konkurrenten, Max, wie kannst du Marcus Rashford kaufen? Der spielt bei Man United. Ich produziere übrigens vor, es ist noch aus der zweiten Episode, nicht aus der vierten. Ja, der spielt bei Man United. Das sind die größten Rivalen. Da hat seit Ewigkeiten keinen Transfers gegeben. Dazu kann ich nur eine Sache sagen. EA Sports. It's in the game. Gott sei Dank ist das hier FIFA. Naja, wie auch immer, heute geht es auf jeden Fall einmal gegen Everton. Danach geht es im Pokal gar nicht weiter, sondern erstmal gegen Tottenham und dann im Pokal gegen Swansea City, das heißt gegen die Männer aus Wales. Mal sehen, wie es da laufen wird. If you feel entertained by this video, please don't forget to hit the like button and share this video on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus and any other social network that comes to your mind right now. In der Videobeschreibung ist ein Link zu IG Vault, könnt ihr auf jeden Fall auch auschecken. 6% Rabatt mit dem Code MaxGamingTV, weil mich gerade verhaspelt, aber ich bin gerade sowas von im Redefluss, dass ich gar nicht so langsam reden kann, sondern viel schneller reden möchte und ich denke mal, ihr kennt mich, ihr wisst, wie schwer mir das dann fällt, das nicht zu tun. Instagram und Twitter sind da unten auch verlinkt, da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, würde ich mich drüber freuen und jetzt, ja, nochmal der deutsche Hinweis für all die, die ja Englisch können, ein Like wäre richtig nice, 1000, wenn wir die wieder schaffen, richtig geile Aktion. Der Spieler des Monats ist übrigens Divock Origi, wie sich das gehört und hier sehen wir nur einen Spieler, der ja dummerweise nicht mehr bei uns spielt. Zumindest vom Gesicht her. Und das ist Lallana. Skrtel möchte wieder spielen. War zuletzt überhaupt nicht gut in Form. Und Boskali eigentlich besser. Mal schauen. Übrigens finde ich das teilweise lustig. Nochmal ganz kurz angemerkt. Teilweise liest man in den Kommentaren Leute oder von Leuten irgendwelche Posts, die so tun, als ob sie die absoluten Karrieremodus-Mega-Experten wären. Wenn man aber auch die Kanäle guckt, beziehungsweise die Kommentare von vorher anguckt, sind das absolute Mainstream-Beispiele. Und meistens auch so Kommentare wie, spiele ich auf so einem Anfänger-Schwierigkeitsgrad. Aber das soll mir egal sein, denn wir spielen jetzt auf Legende das nächste Spiel und zwar mal wieder auswärts, wie eigentlich immer, gegen Everton. Ich wünsche euch viel Spaß, los geht's. Vamonos, Merseyside Derby im Goodison Park gegen den FC Everton. Blau gegen Rot, zwei Überzeugungen gegeneinander, ganz, ganz wenige Kilometer trennen diese beiden Vereine, trennen diese beiden, ja, Clubs und Identitäten. Und heute wollen wir beweisen, dass wir die bessere Identität sind. Everton ist momentan nur Elfter, während wir auf dem zweiten Tabellenplatz stehen und mit einem Unentschieden jedoch wieder an die Spitze der Premier League vorstoßen können. Everton hat sich sehr gut verstärkt im Tor mit Diego Alves davor, Coleman, Funes Mori, Jagielka, Baines, Gibson, McCarthy, die beiden, ja, Iren im zentralen Mittelfeld davor, dann Deulofeu, Miralas, Barclay und Lukaku, ein ganz starker Kader und mit guten Alternativen auf der Bank, wie beispielsweise dem Megatalent John Stones. Ihr meint übrigens auch, dass ich den holen soll, ne, nur mal so nebenbei. Ist auch von einem Rivalenteam. Aber egal, Karius, Klein, Boskali, Chan, Moreno, Coutinho, Milner, Firmino, Insigne, Götze, Origi. Wo ist ein Skrittel? Nur auf der Bank. Schiedsrichter sieht so aus wie Michael Oliver. Ich weiß es nicht genau. Soll mir aber auch egal sein. Wir sehen hier Philippe Coutinho. Es ist Andrew Mariner. Auch in Ordnung. Wir gehen auf jeden Fall jetzt rein. Und wie immer holen uns die drei Punkte. Was wir in dieser Episode übrigens auch noch machen werden, sind die Rückennummern und uns mal unsere Leihspiele angucken, wie die sich bisher so machen. Hier haben wir erstmal Götze und der schickt jetzt erstmal James Milner und der ist ganz allein auf weiter Flur und ich bin viel zu optimistisch mit dem Lupfer, weil ich dachte, Diego Alves kommt raus. Ich finde das Stadion übrigens extrem geil mit diesen Logen da unten. Gefällt mir mega. Alberto Moreno auf dem Vorstoß und der ist richtig, richtig schnell und kann auch alleine schießen. Wird nicht angegriffen. Oh Gottes Willen, du machst nicht das 1-0. Schade. Insigne auf Götze und der wartet wieder auf den Italiener und der hat den Ball und der macht das mit rechts und Defe und Funes Mori ist dazwischen. Die Ecke von unserem Experten Milner auf den Kopf von Boskali. Kommt keiner mehr ran, aber Götze hat nochmal die Gelegenheit. Mal sehen, was ich damit anstellen kann. Schönes Dribbling auf jeden Fall, das kann er ja, das hat er gelernt bei Dortmund. Und es gibt noch einen Eckball. Wieder auf den Kopf von Boskali. Oh, das dachte ich wäre das 1-0. Schade. Oder war es Coutinho? Na, von mir aus. Deulofeus Flanke auf Lukaku und die erste vernünftige Gelegenheit für Everton, aber noch weit drüber. Moreno mit der Balleroberung, Origi ist jetzt da und jetzt muss der lange Ball kommen und er kommt auf Moreno, gerade die Chance vergeben, jetzt hat er gerade Tempo rausgenommen, setzt sich aber durch gegen Phil Jagielka und dann hat er doch den Ball. Riesenchance da vergeben.
Oh, Riesenchance durch Ross Barkley, aber eine ganz, ganz starke Parade in der 45. von Loris Karius, der uns hier im Spiel hält, der erstmal das 0:0 hält. Starker Reflex auf jeden Fall. Die Ecke jetzt reingebracht von Deulofeu, aber aus der wird sowieso nichts. Oh, Barkley, nächste Gelegenheit. Jetzt ist Everton aber gerade oben auf irgendwie. Oh, alter Schwede, wer war das? War Gareth Barry und das war wieder extrem, extrem knapp. Da hätte Karius keinen Stich gesehen, aber wir wechseln mal aus, bringen extrem junges und extrem, trickreiches. Ja, Flügel, Duo, Musonda und Alp kommen rein für Götze und auf der anderen Seite Insigne. Musonda passt sich gleich perfekt ein, aber der Pass kommt nicht an. Trotzdem kriegen wir einen Freistoß und das ist an sich eine gute Position. Die wird reingebracht von Coutinho und da steht Origi. Der kommt nicht ran. Musonda nochmal heiß gemacht, schade. Aber Milner ist da. Sekunde, legen wir ab auf Roberto für Mino und Diego Alves ist dazwischen. Schöner Ball erobert von Alp gegen Gerard Deulofeu. Und jetzt muss die Flanke kommen auf den zweiten Pfosten und da steht Origi. Alves mit einem Mega-Reflex. Das hätte das 1-0 sein müssen für uns. Verdient wäre es vielleicht nicht gewesen, aber ganz wichtig. War auch seine letzte Aktion. Wir bringen Henderson und bei Everton bekommt Haruna Kone, der ehemalige 96er, eine Chance für Barkley. Und da ist Kone mit der Riesenchance und der macht das 1-0. Er macht das 1-0 für Everton und schießt den Ball rein vor Bayern Loris Karius. Ach Mensch, ja, grinst du mich mal an, du alter Ivora. Wei, oh wei, ganz, ganz dummes, unnötiges Gegentor. Da war unsere Defensive einmal unaufmerksam und ich weiß gar nicht, wer da geschlafen hat, gerade in der Situation. Boscali kommt nicht hinterher, Klein hebt nur den Arm, das war der Fehler. Und aus Spitzenwinkel macht er das Tor. Jetzt muss die Antwort her. So natürlich nicht, ganz schwach von Klein, wir kommen überhaupt nicht nach vorne. Und wir haben keine Anspielstation. Leute, wir liegen zurück, lauft euch frei. So, das Spiel haben wir definitiv verloren. Es kommt so noch auf die Höhe an. Verlieren wir 1-0 oder 2-0. Wir verlieren 1-0, aber das wird die letzte Aktion sein. Dummer Ballverlust von Firmino. Ja, die haben heute unglaublich scheiße gespielt, deine Offensive, muss ich einfach so sagen. Das hätte auf jeden Fall besser laufen können. Die einzige Chance hatte so wirklich Origi und jetzt wird es vorbei sein. Ja, oder auch noch nicht. Nochmal zurückgespielt auf Jordan Ibe und jetzt pfeift er ab. Hätte auch vorher machen können. Wir verlieren gegen Everton, das nervt mich tierisch. Das muss nicht sein, sowas. Total dumme und unnötige Niederlage. Wir waren über die gesamte Spielzeit das schwächere Team. Ja, und Everton hatte die großen Gelegenheiten und hat sie im Endeffekt genutzt. Bitter, bitter für uns auf jeden Fall. Wir sind dementsprechend von der Tabellenspitze weg und das, auch zu Recht nach dieser Leistung. Jetzt muss das Ziel sein, das im nächsten Spiel wieder gut zu machen und gerade so ein verlorenes Derby ist natürlich auf der Fanseele alles andere als schön. Wir haben gegen United gewonnen, aber gegen Everton darfst du trotzdem nicht verlieren im Merseyside Derby. Ja, Karius hatte vielleicht noch mit am wenigsten Schuld daran, aber wir müssen trotzdem jetzt ackern und vor allem jetzt gegen die Spurs zurückkommen. Wir trainieren nach dieser Schande gegen Everton unser Team und steigen zumindest bei Masuaku in 3 Stats. Der ist ganz nah am Upgrade und ansonsten auch Boscali mal wieder. Wir haben wieder Länderspielpause, deswegen nochmal Training. West Brom ist übrigens immer noch Tabellenführer, wie gesagt mit 19 Punkten. Wir haben gleich 3 Upgrades. Moreno steigt, Masuaku steigt und auch Boscali steigt auf 72 mit 17 Jahren, verdammt. Wir sehen unseren nächsten Top-Gegner nicht unter den Top 7. Das liegt daran, dass Tottenham momentan auf Platz 10 rumdümpelt und dementsprechend in absoluten Bedeutungslosigkeit der Premier League steht. Die wollen das natürlich heute ändern mit einem Sieg gegen uns, aber wir wollen die Tabellenführung zurück und müssen dafür dringend gewinnen und hoffen, dass West Brom langsam mal einbricht. Origi momentan auch besser Torschütze, das soll natürlich heute medial so bleiben. Wir gehen rein, ich wünsche euch viel Spaß. Irgendwie spielen wir alle Top-Spieler auswärts. Jetzt an der White Hart Lane gegen Tottenham Hotspur. Ganz, ganz schwerer Gegner, auch wenn sie im Mittelfeld sind, dürfen wir die niemals unterschätzen. Aber you'll never walk alone. Die Fans nehmen das wieder sehr wörtlich und sind zahlreich mitgekommen, um uns hier siegen zu sehen. Nach dieser Blamage gegen Everton ist das auch dringend notwendig. In den letzten 3 Spielen hat Lamela 3 Tore gemacht. Auf den müssen wir heute also aufpassen. Auf den Argentinier, der damals von Aroma kam, wenn ich mich recht erinnere. Tottenham Hotspur, Tottenham Hotspur mit Worm, Walker, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Mason, Dyer, Lamela, Son, Ali, oh, ich krieg das nicht mehr hin, seitdem das einmal so beschissen gesagt wurde, und Harry Kane. Bei uns Karius, Klein, Korka und Lovren, komplett neues Innenverteidiger-Duo, Moreno, Coutinho auf 6 zusammen mit Milner, davor dann Ibe ebenfalls neu reingerückt, Götze, Insigne und vorne drin Divock, Origi. Auf geht's und diesmal bitte wirklich wieder 3 Punkte holen, mal sehen wie das läuft. Man hätte übrigens auch Henderson reinnehmen können und Coutinho einfach nach vorne stellen, aber ich wollte Ibe mal die Chance geben und mal sehen wie er sie nutzt. Klein macht erstmal direkt den schönen Fehlpass. Aber Coutinho holt sich den Ball wieder, das war natürlich jetzt perfekt gemacht.
Dummerweise war da keine Anspielstation. Oder auch doch. Und Milner haut das Ding rüber. Schade. Guter erster Auftakt. Insigne mit der Balleroberung gegen Walker und er hat Vorsprung, deswegen könnte Walker ihn wahrscheinlich nicht einholen. Die Sache ist nur, er hat keine Anspielstation, muss es alleine machen. Jetzt die flache Flanke, aber ins absolute Niemandsland. Oh, Corker ist noch mit vorne, erobert sich hier wunderbar den Ball auf der Außenbahn. Aha, dann nicht die Ballkontrolle, aber kriegt einen Freistoß. Jawohl, kriegt er. Reingebracht von Jordan Ibe auf den Kopf von Coutinho, aber der ist halt klein. Ah, Ball ist noch nicht ganz geklärt, Götze ist nochmal da. Geht über die Außenbahn, macht das gut, die Flanke aber wieder abgewehrt. Jordan Ibe wird nicht richtig angegriffen, geht alleine durch. Jordan Ibe, 1:0, wunderbar, Führungstreffer. Wir führen gegen Tottenham durch den Mann, den ich nur reingeworfen habe, um es auszuprobieren. Der wird ihm nicht ausreichend angegriffen, dann ziehen Coutinho, Götze und Origi die Spieler auf sich. Und er geht vorbei an Kyle Walker und zieht ab mit dem linken Fuß ins lange Eck. Wunderschönes Tor, genauso muss das laufen, das ist die richtige Antwort auf die Niederlage gegen Everton. Hier ist Mario Götze, er steckt durch auf Renzo Insigne und der muss es diesmal alleine machen. Worm ist da, Coutinho kommt nochmal, das müsste Abstoß geben. Nee, Ecke. Alp auf Götze, Alp läuft durch, Alp kriegt den Ball, Alp schießt und Walker wehrt zur Ecke ab. Origi mit der Balleroberung, die Spurs kommen hinten überhaupt nicht aus der Abwehr raus. Götze, schön angenommen, weiter auf Insigne, aber der Pass war ein bisschen scheiße. Jetzt kommen hier die Trickpässe und das funktioniert. Das ist Dele Alli, die Flanke in die Mitte. Kane ist da, wow! Was für eine Parade von Karius. Hält uns das verdiente 1:0 fest. Das wäre die absolute Schocknachricht gewesen kurz vor der Halbzeit. Aber verhindert durch Loris Karius mit einem Weltklasse-Reflex, dass Kane hier trifft. Die Flanke, zweiter Pfosten. Zum Glück war es nur Eric Dier, der da stand. Das wäre sonst deutlich gefährlicher geworden, nochmal Alli. Aber Karius ist da und jetzt gehen wir gleich in die Halbzeit und danach bauen wir die Führung aus. Wow. Oh, Jordan Ibe unglaublich stark und dann so dumm gefoult von Danny Rose. Bisschen ärgerlich. Nebenbei bemerkt, werde ich gleich Henderson einwechseln. Ich weiß übrigens, dass ja der Stammspieler ist, dass der Kapitän ist bei Liverpool. In diesem Karrieremodus ist er einfach nur nicht sonderlich gefragt, weil wir bessere Alternativen haben, weil er nicht der Jüngste ist und weil ich ihn ehrlich gesagt auch nicht so gerne mag, weil ich ihn so ein bisschen als Giraffe-Schnitt sehe. Auch wenn er an sich kein schlechter Fußballer ist, gibt es da bessere, gerade auch mit Chan so, die mehr Potenzial haben. Das war jetzt gerade wieder ein hergeschenkter Ball. Ah, Coutinho hätte fast nochmal die Gelegenheit gehabt. Also bei den Spurs geht nach vorne absolut gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich mit meinen Spielern in deren Hälfte die Lunge aus dem Leib renne, weil nach vorne geht da sowieso nichts bisher. Jetzt mal wieder klein und da ist ganz viel Platz für Ibe, der da komplett alleine gelassen wurde. Jordan Ibe geht in den 16er, legt ihn sich auf den linken Fuß. Ibe und Wurm ist da. Schade, schön, der macht ein richtig gutes Spiel. Und da ist jetzt Erik Lamela mal auf dem Vormarsch gegen Moreno. Zum Glück hat er, okay, ich habe nicht erwartet, dass mit rechts flankt, aber zum Glück war die Flanke nicht so gut. Oh, Lovren mit dem Seitenwechsel und da hat schon wieder Ibe so viel Platz, weil ihn Rose alleine lässt. Aber die Power lässt bei ihm mittlerweile nach und Origi hat einen ganz dummen Laufweg. Jetzt ist er gut. Geht in den 16er, Divock, Origi, 2:0. Da sieht Worm alles andere als gut aus. Aber Origi macht sein 9. Saisontor und macht die Entscheidung in der 77. Minute. Das war wieder gut von Alp, der ein richtig starkes Spiel macht. Wie gesagt, der Ball in den Lauf, schöne Kamerafahrt. Ja, und ja, Worm, das ist natürlich Weltklasse schlecht. Aber Origi trifft schon wieder. Ist natürlich perfekt für uns. Vor allem, weil das seine letzte Aktion war. Die Fans feiern ihn und er geht raus. Dafür kommt Rashford. Rashford. Und Musonda kommt rein für Insigne. Übrigens hat noch keiner der Neuzugänge so wirklich getroffen. Weder Götze noch Insigne, was überraschend ist. Aber solange Origi trifft, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Schon eine edle Ballmitnahme davon, da ja wie er dann noch an den Ball kommt. Rose, der ein ganz schwaches Spiel macht und das auch hier wieder beweist. Und jetzt die Kontergelegenheit über Roberto Firmino. Musonda muss jetzt schnell genug laufen. Hat natürlich mit Walker einen extrem fixen Gegenspieler, aber geht da wunderbar vorbei. Er hat den Five-Star Weakfoot, er kann theoretisch immer abschließen. Er macht aber nochmal alleine und spannend. Und war das wirklich noch einer von uns dazwischen? War das Firmino? Nee, war es nicht. Das ist absolut abenteuerlich, was Danny Rose da auf seiner Seite macht. Und jetzt sind sie doch nochmal in der Offensive über Christian Eriksen. Oh, schöner Doppelpass auf jeden Fall. Die Mitte ist frei oder auch nicht. Die Spurs werfen jetzt natürlich alles nach vorne und das gibt Räume für uns. Das kann ich garantieren. Firmino mit dem Ball auf Marcus Rashford. Und der ist schneller als Kevin Wimmer. Ja, aber Kevin Wimmer macht das natürlich auch. Oh, scheiße.
Die Räume sind jetzt natürlich da, weil die Spurs ungefähr alles nach vorne werfen. Das heißt, es gibt riesige Lücken, aber wenn du so einen Pass spielst, kannst du die natürlich nicht ausnutzen. Und jetzt gibt es vielleicht sogar nochmal die Gelegenheit für Eric Lamela, aber Karius ist da. Und das müsste jetzt eigentlich auch die letzte Aktion gewesen sein. So ist es, wir gewinnen mit 2:0 gegen die Spurs, machen unseren Ausrutscher gegen Everton wieder gut und klettern hoffentlich an die Tabellenspitze voraus. West Brom hat verloren, Jordan Ibe auf jeden Fall der Man of the Match mit einem Tor und einer Vorlage. Ganz starke Partie von unserem Flügelflitzer, bei dem ich gesagt habe, ich will ihn ausprobieren. Und genau das ist auch gut gegangen. Ob wir ihn verleihen werden, weiß ich noch nicht. Wir haben halt viel Potenzial vorne drin, zumal bald Daniel Sturridge zurückkommt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir ihn auch behalten. Die Frage ist allgemein, wie machen wir es mit dem Kader? Der Hansos hat letztens irgendwann mal drunter geschrieben oder in der zweiten Episode. Wird ein großer Kader, das stimmt vor allem in der Offensive. Wir müssen gucken, vielleicht verleihen wir mal ein paar Leute, vielleicht verleihen wir auch Rash vor dem Winter. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, aber momentan läuft es und das ist das Wichtige. Wir gewinnen gegen die Tottenham Hotspur mit 2:0. Die anderen Spiele sind noch nicht gespielt, weil wir das frühe Spiel um 13:45 hatten, aber gegen wen spielt West Brom gegen Sunderland, die standen ja auch relativ weit oben. Vielleicht können wir da Profit schlagen. Leider Gottes nicht, denn West Brom hat gewonnen. Aber ein Spiel haben wir ja in dieser Episode noch, und zwar gegen die legendären Swansea Cities. Rashford steigt erstmal auf 72, bei Masuaku läuft es gerade nicht, den werde ich aber jetzt demnächst auch rauskriegen aus dem Training. Wir spielen zu Hause gegen Swansea und das gibt die Gelegenheit für einige Spieler, sich mal wieder ein bisschen zu präsentieren. Das war wieder Double Time des Todes, und zwar, ich weiß noch nicht, ich glaube, ich lasse tatsächlich mal Benteke spielen und dann mache ich das Ganze folgendermaßen. So, Benteke also vorne drin, Firmino auf der 10, Origi auf rechts, links Jordan Ibe, dann Jordan Henderson und Coutinho im zentralen Mittelfeld. Ich glaube, das ersetze ich aber nochmal durch. Durch wen ersetze ich, das ist die große Frage. Emre Can, glaube ich. Lovren und Cork in der Verteidigung, Bogdan im Kasten, Klein und Masuaku in der Defensive auf den Außenverteidigerpositionen. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, ich bin gespannt, wie es laufen wird. Geh mal rein. So, zuletzt haben die dreimal unentschieden gespielt. In der Liga gegen Villa, gegen Stoke, gegen Tottenham. Spielen 4-2-3-1. Und Bartley bekommt die erste gelbe Karte nach gerade mal einer Minute. Das Ding ist, wir haben einen schwachen Torwart. Das kann in Simulationen extrem wichtig sein. Mal schauen, ob wir hier irgendwie trotzdem den Sieg erringen können im Capital One Cup. Wir sind ja in einem etwas unwichtigeren Wettbewerb damit. Und Paloski macht das 1:0 für Swansea. Rangel bekommt die rote Karte. Wir sind in Überzahl. Wir müssen jetzt normalerweise antworten und das Tor machen und das 1:1 machen. Bitte, bitte schnell, 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 schnell. Komm schon, Leute. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Wir können auch jetzt nicht verlieren. Oh, Mann. Mensch, doch nicht zu Hause. Oh Mann, das ist doch beschissen. Leute, reißt ihr doch mal zusammen. Wir spielen zu Hause im Pokal, sind in Überzahl und verlieren. Zum Glück war es nur der Capital One Cup, aber trotzdem bitter. Martin Skrtel ist übrigens nicht glücklich, hat er mir gerade gesagt. Wahrscheinlich wird er uns im Winter verlassen, wenn das so weitergeht. Das Ding ist einfach, überraschenderweise haben sich Boscali, Boccali, wie auch immer, und Can halt irgendwie ein bisschen in den Fokus gespielt. Das heißt, für ihn ist wenig Platz. Bitter für ihn, aber müssen wir schauen, was da die Alternative ist. Momentan ist er Top-Torjäger in der Premier League, noch Origi. Ich hoffe, das bleibt auch so. McLean, der Mann von dem Tabellenführer West Bromwich, steht da momentan noch, ja, ein Tor hinter ihm. Mal sehen, wie es nächste Episode wird. Dann geht's gegen Chelsea weiter. Das heißt, eine sehr spannende Episode. Wenn euch die heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall Daumen nach oben da. 1000 Likes wären wieder richtig, richtig nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut in den Videos schon bei Instagram, Twitter vorbei und bei IG Vault. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Passt auf euch auf. Bis dann. Haut rein und ciao.